Es geht nicht nur um einen Ort, es geht um ein Gefühl, es geht um ein Klima, eine Art von Essen, eine Lebensmentalität. Also ich werde vielleicht nächste Woche nach New York fliegen und dann vielleicht zurück nach Holland oder Spanien. Ich muss es schauen. Es hat mit dem Wetterbericht zu tun und meiner Laune und ich habe Instrumente über die ganze Welt dann gestellt, dass wenn ich sage, okay, morgen bin ich in Melbourne, dann ich fliege hin. Das Instrument wartet auf mich, ich fange an zu spielen und es freut mich.